Gibt es eine historische Wahrheit? Wie wissen wir eigentlich, dass Vergangenes auch wirklich geschehen ist? Wie können wir unser Wissen überprüfen? Diese und weitere Fragen sollen in diesem Video aufgearbeitet werden. Die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg ist ein Thema, das immer wieder für Diskussionen sorgt und bei dem sich unsere Perspektive durch neuere Forschung verändert hat. Der Bergier-Bericht, der im Jahr 2002 veröffentlicht wurde, rüttelte etwa stark am Bild der Schweiz als Hort des Widerstandes und ließ stattdessen Vorwürfe aufkommen, die Schweiz sei direkt aktiv an den Verbrechen des NS-Regimes beteiligt gewesen oder habe zumindest von diesen profitiert. Was stimmt jetzt und wie sehr können wir unserem aktuellen Wissensstand vertrauen? Können wir wirklich wissen, was in der Vergangenheit genau geschehen ist? Seit den Anfängen der Geschichte als eigenständige, moderne wissenschaftliche Disziplin gab es immer wieder Debatten darüber, was denn nun die korrekte Methode sei, um die Vergangenheit zu erforschen. Der Historiker Leopold von Ranke fand, dass die Quellen, Überbleibsel der Vergangenheit, uns automatisch die richtige Geschichte erzählen. Wir müssen nur hinhören und genügend viele Quellen in Betracht ziehen. Ein anderer Historiker aus derselben Zeit, Johann Gustav von Droysen, dachte hingegen, dass wir die Vergangenheit immer nur durch die Augen der Gegenwart betrachten könnten. Die Frage, die Historiker und Historikerinnen stellen, wenn sie mit einer Quelle herumhantieren, würde die Schlüsse, die sie daraus ziehen, stark beeinflussen. Was Quellen sagen, sei abhängig von den Erwartungen und Prioritäten, mit der wir an eine Quelle herangehen. Beim Umgang mit Quellen stellen sich uns noch andere Hindernisse in den Weg. Nicht alle wichtigen Eigenschaften einer Zeit sind uns als Quellen erhalten. Sie können verloren gehen, gezielt vernichtet werden oder aber sind gar nie entstanden. Wenn zum Beispiel nur ein Teil der Bevölkerung schreiben kann, lesen wir nur die Tagebücher einer bestimmten Bildungsschicht. Dort, wo Quellen Lücken aufweisen, müssen wir versuchen, archäologische Funde beizuziehen. Manchmal finden wir auch dort nichts und müssen die Lücken offen lassen. Man kann aus dem Studium einer einzelnen Quelle noch keine definitiven Schlüsse ziehen, aber man kann sich an die Wahrheit herantasten. Wenn wir aus einer einzelnen Quelle also einen bestimmten Eindruck erhalten, können wir diesen in einer These formulieren. Diese These können wir dann anhand weiterer Quellen überprüfen. Wenn alle relevanten Quellen unseren ursprünglichen Eindruck bestätigen, macht das unsere These sehr wahrscheinlich. Wenn uns aber aussagekräftige Quellen ein anderes Bild zeigen, ist die These falsifiziert, das heißt gegenbewiesen. Ein Beispiel. Wir können mit großer Sicherheit sagen, dass die These, die Schweiz kämpfte im Zweiten Weltkrieg nicht an der Seite des Dritten Reichs, höchstwahrscheinlich wahr ist. Die Quellen aus verschiedenen Nationen und in verschiedenen Medien sprechen dafür, dass die Schweiz sich nie im Kriegszustand mit den Alliierten befand und keine Soldaten an eine Kriegsfront schickte. Fragen wir nun aber etwa nach der passiven Unterstützung des NS-Regimes durch die Schweiz, ist es natürlich deutlich schwieriger, eine klare Aussage zu tätigen. Bei der Suche nach der historischen Wahrheit wollen wir aber nicht nur reine Ereignisse oder vergangene Zustände finden und diese dann in einer Chronologie aneinanderreihen. Wir wollen nicht nur wissen, was, sondern auch, warum etwas passiert ist. Naturwissenschaftler ermitteln Gründe für einzelne Ereignisse im Labor. Sie wiederholen einen Vorgang, machen ein Experiment mit unterschiedlichen Voraussetzungen. In der Geschichte geht das nicht. Wir können die Geschichte nicht wiederholen. Warum-Fragen sind bei Menschen sowieso schwierig.
Wir wissen ja manchmal selbst nicht, warum wir eine Entscheidung treffen. Aber meistens erkennen wir verschiedene Faktoren, die uns in die eine oder andere Richtung ziehen und sich manchmal die Waage halten. Um zu einer vollständigeren Geschichte zu kommen, müssen wir somit möglichst viele Faktoren, die zu einer Situation oder Entscheidung beigetragen haben könnten, identifizieren. Zum Beispiel, die Zahl der aufgenommenen Flüchtlinge in der Schweiz hing ab vom Kriegsverlauf, der Versorgungslage in der Schweiz, der Einstellung der Bevölkerung gegenüber diesen Personengruppen, etwa Jüdinnen oder Juden, von der Zivilcourage in Einzelfällen, von der Haltung des Bundesrates, vom diplomatischen Druck der Achsenmächte, etc. etc. Die Geschichtswissenschaft kann somit nur in den seltensten Fällen eine absolute Wahrheit abliefern, an der weder heute noch in der Zukunft je wieder gerüttelt werden kann. Vielmehr stellt die Geschichtswissenschaft eine stetige Diskussion über die Interpretation der Vergangenheit dar, sicher auch beeinflusst von aktuellen Fragestellungen und dem politischen Klima. Häufig spielen auch einfach unterschiedliche Definitionen eine Rolle, wie in jeder Diskussion. Es gibt aber auch hier bessere und schlechtere Argumente. Manche Thesen sind eindeutig kompatibler mit der Quellenlage als andere. So können wir uns der historischen Wahrheit annähern. Die Frage, woher wir kommen, legt nahe, wohin wir als Gesellschaft in Zukunft gehen wollen. Es ist eine schwierige Frage. Der Blick zurück bietet aber fast immer einige hilfreiche Orientierungspunkte und wichtige Ermahnungen. Dazu brauchen wir Geschichte.